Ja, und allerherzlich willkommen zur nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! The Legacy of Duelists. Wir haben in letzter Folge Panic besiegt und die Sternships von Mai zurückgewonnen. Jetzt kämpfen wir mit anscheinend Kaiba gegen Yugi. Pegasus hat Mokuba in sein Verlies eingesperrt, hat durch sein Millenniumsauge zum Beispiel Mokuba als seine Seele eingesperrt, hat dann so eine Karten benutzt, da hat er auch Yugis Großvater mit eingesperrt. Und Seto Kaiba möchte ihn natürlich zurückerobern, möchte seinen Bruder haben, genauso wie Yugi auch seinen Großvater zurückhaben will. Seto sagt sich jetzt, okay, ich möchte einen Rückkampf haben gegen Yugi, er hat es verdient, weil er einfach so ein krasser Duellant ist. Wir nehmen das Geschichte-Deck und schauen, ob Seto Kaiba es wirklich passiert, ob er es wirklich verdient hat. Er hat auf jeden Fall dunkle Magier im Deck, der Yugi meine ich, und Seto hat, wie heißen sie nochmal? Weißer Drache mit eiskaltem Blick, sag mal, ich bin auf den Kopf gefallen heute auch wieder. Meine Herren. Dann gucken wir uns mal unsere Karten an. Da haben wir schon mal den weißen Drachen. So. Yugi spielt eine verdeckt und eine Fallenkarte, geht jetzt einfach mal von aus. Wir haben Gabe der mystischen Elfen. Dein Life muss für jedes Monster auf dem Spielfeld um 300 Punkte. Das spielen wir auch mal. Wir spielen als allererstes den mystischen Djinn. Damit greifen wir das Monster von Yugi an in verdeckter Verteidigungsposition. Es ist die mystische Elfe, wie ich es mir schon fast denken konnte. Und wir schlucken erstmal 200 Lebenspunkte. Ja, jetzt könnte er... Okay, wähle ein Monster, das dein Gegner kontrolliert und ein Monster, das du kontrollierst. Zerstöre das erste gewählte Ziel, dann übergibt dein Gegner die Kontrolle über das zweite Ziel. Okay, jetzt kriegen wir das. Jetzt legt er den geflügelten Drachen... Und greift unsere Lebenspunkte an. Ja gut, an sich ganz smarter Move. Aber wir haben ja noch 1600er. Wir können ja mal gucken, was da liegt bei Yugi hinten. Was für eine Karte. Es ist... Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut, dass wir das gemacht haben. Das sind die Schafe. Die kann er spielen, falls er... Ich weiß gar nicht mehr, wann er spielen kann. Schwöre 4 Schafspielmarken. Als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Die Spielmarken können nicht als Tribut verwendet werden, aber sie bieten halt dann nochmal Schutz. Falls man richtig am Arsch ist, so wie jetzt, hätte die Yugi die halt spielen können. Und dann hätte er nochmal 4 Monster, die sein Feld verteidigt hätten. Ich hätte halt jetzt nur ein Monster und hätte dann Jahre gebraucht, um das abzuarbeiten. Jetzt spielt er Gefahr- und Angriffsmodus, muss da wieder was heißen. Horn des Einhorns. Ach ja, und 300 Schaden. Horn des Einhorns ist auch so eine geile Karte, ey. Was kriegen wir jetzt? Noch einen weißen Drachen. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Der Djinn ist auch zu schwach dafür, weil er 1900 hat. Wir könnten theoretisch die mystische Elfe holen und eine Verteidigungsposition legen. Gehen wir aber erstmal mit den Kollegen hier. Ach, komm, decken wir auf, das nervt mich so ab. Die ganze Zeit das wegzudrücken. 600 Lebenspunkte dazu und fertig. Yugis Zug, der drängt uns hier ein bisschen in die Ecke. Ich hoffe, er hat jetzt nicht noch ein Monster auf der Hand. Hat er natürlich. Die sind aber dementsprechend nicht so stark. Jetzt kriegen wir noch einen weißen Drachen auf der Hand. Was aber gut ist, denn ich sehe gerade, unten links haben wir ein Infusionsdeck. Das heißt, wenn wir eine Polymerisation haben, können wir ein richtig starkes Monster beschwören. Zeige ich euch gleich mal. Hier, das wäre der blauäugige ultimative Drache. Dafür brauchen wir 3 weiße Drachen mit eiskaltem Blick und die Polymerisationskarte auf der Hand. Dann können wir deine Hand... Ja gut, das ist nicht so geil. Das können wir aber machen. Normales Monster Stufe 6, 5 oder höher. Dann würde ich mit Wiedergeburt spielen, da wir da ein Monster beschwören können, ist egal welches. Nehmen wir mal den Kollegen. Legen wir an Angriffsposition und danach werden wir... Wie machen wir das denn am besten? Wir werden jetzt angreifen, werden dann den keltischen Wächter zerstören. Danach gehen wir... in die Main Phase 2 und spielen den Schwertkämpfer. Ich dachte, man kann erst zweimal angreifen, das war Quatsch. Aber so hätte ich jetzt den zerstört, hätte er mit dem keltischen Wächter dieses Horn des Einhorns wiedergezogen, hätte den damit ausrüsten können und er hätte uns beide zerstören können. Das wollte ich halt nicht. Deswegen dieser Spielzug. Finde ich eigentlich ganz smart. Gucken, ob es auch wirklich smart ist. Jo, sieht gut aus. Setzt da, ich weiß nicht, ob es echt eine Fallenkarte ist. Wenn ja, dann bin ich am Arsch. Haben wir noch die Aquamadur, ist nicht so schlimm. Den setzen wir dann in... Den setzen wir noch nicht, setzen wir später. Greifen erstmal... Wir können gar nicht angreifen. Wow. Weil er defensiv auch 700 hochbekommt und dafür sind wir zu schwach. Ja.
Müsste leicht den weißen Drachen spielen, um den zerstören zu können. Aber er wechselt in Angriffsmodus, um unsere Karte anzugreifen, was nicht so smart ist. Das heißt, wir haben den Vorteil, können 100 Punkte abziehen von seinen Lebenspunkten. Jetzt haben wir noch Sage den Clown, spielen wir Verteidigungsmodus. Greifen dann mit dem Schwertkämpfer seinen Griffora an. Ich hoffe nicht, dass er jetzt noch ein Monster hat, was mehr Angriffspunkte hat. Also wenn es 500 hat, wird er uns auf jeden Fall zerstören. Dann hätte er 100 mehr. Ah, ja, wird er wahrscheinlich auch machen. Spielt der Horn des Einhorns, greift unseren 2000er an. Ach du Scheiße, 700 gibt es ja, ne? Jetzt hat er 2100, das heißt, dann müssen wir ja den weißen Drachen spielen. Zack, zack, um den keltischen Wächter zu zerstören. Machen wir dann auch. Wir greifen an, keltischer Wächter, gute Nacht, 900 und es kommt auch eine Animation, weil der weiße Drache so gesehen das Gesicht des Decks ist von Kaiba, deswegen haben die das hier glaube ich so eingebaut. Uns soll es egal sein, er zieht wieder das Horn des Einhorns jetzt. Auf der Hand wird er wahrscheinlich auch keine Monsterkarte oder sonstiges haben, vielleicht hat er da den dunklen Magier, gehe ich von aus. Ja, er kann nichts machen. Wir können... Oh, jetzt können wir eine Polymerisation von meinem Deck in der Hand hinzulegen. Das machen wir. Kriegen wir Polymerisation und dann kriegen wir sogar auch die epische Fusion hin. Der weißen Drachen. Zack, zack, zack. Drei Stück ergeben den blauäugigen ultimativen Drachen. Schauen wir es an. Zack, alle drei zusammen. 4500 im Angriff. Ist schon sehr stark. Das nutzen wir gleich auch. Dann bringen wir noch Sagi, den dunklen Clown, in Verteidigungsposition aufs Feld. Greifen dann direkt an. Und in der nächsten Runde sollte die Geschichte dann auch vorbei sein. Ach ja, er hat die Sündenböcke. Ne, die hat er gerade erst gespielt gehabt, ne? Oh, jetzt hat er vier Monster auf dem Feld und ich brauche Jahre, um die wegzuhauen. Kampf angreifen, natürlich. Eins weg. Er zieht sie jetzt noch in die Länge. Na gut, er kann dadurch vielleicht noch Lichtschwerter spielen, verräterische Schwerter. Oder so ziehen und die auch spielen. Wir müssen jetzt mit allem, was wir haben, angreifen. Machen wir auch. Spielen das in Angriffsmodus. Das flippen wir. Greifen dann erstmal alle seine Sündenböcke ab, damit er nichts über dem Feld liegen hat. Zack. Und zack. Und wir beenden den Zug. Und jetzt aber, Yami Yugi, mein lieber Freund, müsstest du endlich mal auch Reue zeigen und zeigen. Eieiei. Spielt ja eine Karte verdeckt. Das könnte natürlich eine Fallenkarte sein. Gucken wir uns mal an, mit Fluchzerstörer, was da liegt. Zerstört natürlich nur Zauberkarten. Oh, das wäre noch ein Sündenbock gewesen. Hätte er es einfach mal gespielt, dann würde er jetzt nicht das Duell verlieren. Ich glaube, das reicht nämlich. 4500, reicht's? Och, Herr Kuribo noch. Kuribo kann man so von der Hand legen. Hier lesen wir es mal durch. Während des Spielzugs deines Gegners bei der Schadensberechnung, also jetzt gerade in der Angriffsphase, du kannst diese Karte abwerfen, du erhältst aus dem Kampf keinen Kampfschaden. Dies ist ein Schnelleffekt, ja. Das hat er gerade angewendet. Und so zögert er nochmal seine Niederlage heraus. Oder er zieht halt, glaubt an Herz der Karten vielleicht. Sieht gerade so aus. Spielt eine Monsterkarte. Ist natürlich ärgerlich. Den lassen wir nochmal auf der Hand. Greifen dann, ja, müssen wir mit dem blauäugigen hätten noch mit den 1000 angreifen können. Das kann man vorher nicht wissen. Was willst du machen? Jetzt machen wir halt nur 1600 Schaden insgesamt. Läppert sich, aber dauert dementsprechend trotzdem. Er hätte auch mit Mammutfriedhof natürlich einen zerstören können. Macht aber keinen Sinn, weil er dann zu viel Schaden durch den blauäugigen ultimativen Drachen nehmen würde. Also in der Serie hieß er blauäugiger Ultradrache, glaube ich. Das ist für mich ein viel geilerer Name. Jetzt haben wir noch, ja, unnötig das zu spielen. Wir greifen diesmal mit 1000 an und oh, genau in dem Moment spielt er natürlich den 2000er Defensiver, ne? Gut, dann dauert es halt noch einen Ticken länger. 600 Lebenspunkte weg. Yugi hat nur noch 2,5. Das ist eigentlich schon zu lange zu Ende, das Duell. Aber er zögert es halt hinaus. Jetzt endlich können wir in die Battle-Phase wechseln und haben Yugi auch endlich besiegt. Nach 26 Spielzügen schon eine ordentliche Zahl. Aber er hatte eigentlich keine Sonne gesehen. Und ich sehe gerade, eFootball ist installiert, ist aber egal. Yugi weigert sich seinen Angriff gegen Kaiba zu beenden, weil er körperlich Schaden zugefügt hat, als Yugi sich weiter anzugreifen. Kam irgendwie Joey Wheeler, es tut mir leid um deinen Großvater, du hast das richtig getan. Du hättest Kaiba wehgetan und ich weiß, ach ja, da war was, er Kaiba gewinnen lassen und konnte das nicht machen.
Pegasus sagt sich, gute Arbeit, Kaiba. Wie du dir wünschst, werde ich in dein nächster Gegner sein. Klein Yugi spielt nicht annähernd so gut in diesem Rückkampf. Sein Geist ist gesprochen und sein Großvaters Leben. Seele ist meins. Lesen ist heute auch nicht meine Stärke. Ach du Scheiße, jetzt gehen wir ins nächste Duell rein. Mit Thea gegen Mai, glaube ich, war das. Warum antwortet er uns nicht? Ich habe ihn noch nie so gesehen. Er ist total weg. Nun hat er gerade die einzige Chance, seinen Großvater zu retten, verloren. Mai kam, schlenderte die Treppe von Pegasus Borg hoch. Alter, was für ein Deutsch. Was ist los? Wenn ihr genug Sternchips habt, um die Burg zu kommen, warum seid ihr dann noch hier? Es ist Yugi. Er hat seine Chips gegen Kaiba verloren und das ist natürlich ärgerlich. Jetzt provoziert sie ihn. Aber wenn du Sternchips aufgibst, kannst du nicht das Preisgeld gewinnen. Ich bin freundlich, nicht dumm. Wow, sie hat bereits 10 Chips für sich. Mach weiter, Yugi. Du weißt, ich schulde dir einen, also nimm sie. Yugi sagt nix. Sind meine Sternchips gut genug? Mai werde nicht wütend. Thea geht dazwischen. Und versucht Mai zu generieren. Alter, ich kann nicht mehr reden. Versucht Mai ein bisschen zu beruhigen und dagegen zu treten, weil Yugi gerade nicht auf seiner Höhe ist. Und dann wollen sie sich beide duellieren mit Thea's Deck. Ey, wirklich, das ist ein grauenhaftes Deck. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Absolutes Mülldeck. Werdet ihr gleich sehen. Ich weiß gar nicht, wie das schaffen soll. Ich glaube, die hat nur Ausrüstungskarten. Nur Zauberkarten, da seht ihr schon. Die muss ich direkt am Anfang eigentlich ziehen. Und Mai, wenn die direkt am Anfang gut zieht mit ihren komischen Harpien und sowas, dann wird's gefährlich. Gut, was haben wir jetzt hier? Ist das auch Typ Fee? Ja. Während deiner Main-Phase, du kannst diese offene Karte vom Spielfeld auf die Hand zugeben. Während des Damage selbst eines beliebigen Spielers, wenn ein Lichtmonster, das du kontrollierst, kämpfst, du kannst diese Karte von deiner Hand auf das Friedhof legen. Das Monster erhält bis zum Ende des Spielzugs Angriff in Höhe der ATK, das Monster der Gegner gegen das Kampf. Okay. Das ausgerüstete Monster erhält 500 Angriff und defensiv für jede Zauberkarte, Fallenkarte, die du kontrollierst. Dann könnten wir Dima spielen. Rüsten sie damit aus. Dann gibt es nochmal 300 Angriff dazu. Und wir rüsten sie mit Kraft der Magie nochmal aus. Dann gibt es ja nochmal. Ja, sind wir schon mal. Dann gibt es nochmal 1000 dazu. Dann sind wir bei 2400. Und wir greifen die erste Karte von Mai an. Mal gucken, was es ist. Harpchen Mädchen. Sehr gut. Das meine ich bei Thea's Deck. Also, wenn du die richtigen Karten ziehst, okay. Sie hat sehr viel Ausrüstungskarten mit ihrem Fee-Deck. Aber da kommt einmal hier dieses Harpienwischer und dann sind wir auch wieder am Arsch. Jetzt können wir aber die im Verteidigungsmodus spielen bzw. setzen. Wähle eine Zauberkarte in den Friedhof, füge das gewählte Ziel deiner Hand hinzu, ist auch gut. Dann können wir wieder Ausrüstungskarten von unserer von unserem Friedhof holen. Jetzt können wir unser Monster erstmal wieder verstärken mit 800 Angriffspunkten und auch 800 Lebenspunkten. Ich bin am Nuscheln. Aber scheißegal, hört einfach weiter zu. Jetzt haben wir 1900. Ich glaube nicht, dass Mai da jetzt was gegen zu setzen hat. Hat eine 1200er, okay. Rüstet sie aus mit 500er. Jetzt hat sie 1000 mehr, 2200. Greift natürlich uns an. Aha. Wie machen wir das? Gut, wenn wir jetzt den spielen sollten, haben wir 700. Spielen wir das, 1200. Wenn wir den flippen, können wir das hier spielen und haben dann, ja gut, wir machen erstmal Fluchzerstörer, zerstören dann eine Ausrüstungskarte von Mai, dann ist die HP auf 1700, wir flippen die Magierin des Glaubens, holen uns einmal diese Zauberkarte wieder, genau, spielen dann Zartheit, sieht noch sehr unscheinbar aus, das Monster mit 700. Aber wenn wir es mit dieser Karte ausrüsten und nochmal mit dieser Kraftmagie ausrüsten, hat es auch schon wieder 2700, weil wir zwei Zauberkarten haben. Aber nur für unsere Seite, ne? Ja, genau, nur für unsere Seite. Also 500, 500, das heißt 100, ne 1000. 500 kriegt man dazu, ich verstehe das gerade nicht. Das Ausrüstete Monster erhält 500 AK, in dem für jede Zauberkarte, also 1000 und 1000 sind 2700, so. Weil wir zwei besitzen, kriegt man hier 1000 und da nochmal 1000. Jetzt spielen wir noch die leuchtende Freundschaft. Ich weiß nicht, was sie so für Monster hat. Wir greifen einfach mal mit leuchtende Freundschaft an. Das reicht auch. Machen dann 2700 Schaden direkt an den Lebenspunkten. 300 Schaden mit Magier des Glaubens. Können dann sogar noch in Verteidigungsmodus switchen. Nee, ich glaube, weil wir Angriffen haben, nicht. Gar nicht so schlimm. Wenn Mai jetzt nichts Besonderes hat, wie es scheint, können wir dann auch das Duell soweit beenden. Wir können nochmal
eine Elfe ausrüsten oder verstärken, haben wir da 1700, können dann mit unserer Zartheit angreifen, 3700, ey krass, um dann mit leuchtender Freundschaft 1700 Schaden zu machen und die Magierin, ist das Magier? Für mich ist das Magierin des Glaubens, setzt den Endpunkt und den Endpunkt werde ich damit auch setzen. Das waren wieder zwei Duelle, die relativ schnell gehen. Ich sage vielen Dank und danke fürs Zuschauen. Auch nicht schlecht, vielen Dank und danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn euch die Serie an sich gefällt, lasst gerne ein Like da. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Es wird langsam auch immer schwerer irgendwann. Jetzt die erste Generation von Yu-Gi-Oh! War jetzt nicht so krass mit den Effekten und mit den Flips und sowas, aber das wird noch alles komplexer und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt noch Zeit habt für 2 Sekunden, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Es kommen auch weiterhin noch andere Videos, nicht nur Yu-Gi-Oh!, keine Sorge. Es wird vielleicht noch des Weiteren noch irgendwie ein Sprint to Glory oder kommen. Also ich habe da schon 1-2 Ideen. Dennoch, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschö.